Tom Clancy's Rainbow Six Siege Operation Chimera. Damit ein herzliches Willkommen hier vom Massive Place aus der Gaming-Zentrale aka Mazzi. Und wir haben tatsächlich ein Rainbow Six Siege Update reinbekommen. Das läuft jetzt 30 Tage, das heißt Operation Chimera. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das ist auch bekannt als Outbreak Event. Ja, während wir gerade noch im Ladebildschirm festhängen, schauen wir uns das Ganze mal an. Ich habe jetzt nicht vor, das in eine Multiplayer-Session umzuwandeln, deswegen nehme ich das jetzt auch offline auf, um maximale Qualität bieten zu können, wie man es kennt. Inhalt wird vorbereitet. Das kotzt mich so richtig an, dass das schön richtig lange dauert bei mir. So, das heißt, wir spielen jetzt das Outbreak-Event. Das ist ein Video. Eröffnung. Warum? Hä? Weil ich das vorhin schon aus Versehen mal angeschaut hatte. Okay, macht ja nichts. Dann Eröffnung. Truth or Consequences, New Mexico. Eins muss man Ubisoft lassen: Die können Videos richtig gut animieren. Die könnten ganze Filme machen. Alles klar zwischen uns, oder? So Mini-Jesus auf dem Dashboard. Oha. What the fuck? Okay. Also da kam ein Meteorit runter. Und dieser Dude, der jetzt irgendwas beobachtet hat, der verfolgt das Ganze jetzt mal, beziehungsweise fährt da hinterher. Wie kann, 3 Tage später, wie kann das sein, dass das so nah abgestürzt ist? Dann braucht er ewig bis dahin. Oh. Ah, Bäh. AI. Und wenn Sie asymptomatisch sind, nein, auf keinen Fall. Wenn Sie symptomfreie Patienten im Bürgerzentrum unterbringen, was ist das mit der Quarantäne? Hilft mir. Void? Was? Void? Oh mein Gott. Nein, nicht anfassen. Jawoll, Alter, was? 7 Tage später. Die Nationalgarde hält die Stellung, bis die Armee eintrifft. Nein, viel schlimmer. Kein Vergleich mit Bartletzitz. Vielleicht ist es ein Terroranschlag, vielleicht auch... Das ist ein fucking Meteorit. Ich habe keine Entscheidungsbefugnis. Wir sollen uns ein bisschen Luft lassen. Wir sind hier nicht der Feind. Falls es kein Terror ist, brauchen sie uns. Schicken sie Thermite, Dog. Und ich brauche einen von den Russen, ich erkläre es später. Und Six, ich brauche sie schnell, bevor hier alles niederbrennt. Okay, kein Ding, Puppe. Wir sind auf dem Weg. Alter, yo. Was hat denn hier eingeschlagen? Ach, richtig, Meteorit. Was? WTF? Okay, das heißt, wir können das jetzt spielen auf normal oder pandemisch. Ach du, verbünde dich mit 2 weiteren Spielern und schließe einen von 3 zufälligen Missionen mit Friendly Fire ab. Schließ die Mission ab, um Herausforderungen zu meistern, einzigartige Talismane zu verdienen. Halte dich gegen Monster, die Stellung, denn deine Gegner sind tödlicher und sogar noch zahlreicher. Scheiße. Ich mach mal normal ohne Friendly Fire, verbünde dich mit 2 weiteren Spielern. Ach. Das heißt, ich muss jetzt mit anderen Spielern spielen. Okay, nee, macht ja nichts. Ich versuche mein Bestes zu geben. Schauen wir uns mal das Ganze an. Das Nest Teil 1, Outbreak normal. Deiner. Aber was jetzt unser Ziel ist, die auszuschalten alle, oder? Operator, was? Okay, wir sind Rekrut. Wir haben jetzt eine... Ah, nee. Six, ja, die ist ganz okay. Eine Prim... Sekundär.
Was haben wir hier? Eine PMM. Ja, die nehmen wir. Rauchgranate bringt uns, glaube ich, nichts. Claymore, was ist das denn? Antipersonenmine. Betäubungsgranate, Rauchgranate. Wir nehmen lieber Betäubungsgranate, nehmen eine Kontaktgranate, Splittergranate, Nitro-ND. Wir nehmen das mit. Bei der Primärwaffe bin ich mir noch nicht sicher. So eine P90 ist geil, aber eine... Bisschen wie AK, Spesnas. Aha, okay. Ich glaube, ich nehme die hier mal mit, Ausrüstung bestätigen. Okay, die haben Smoke und Ash. Smoke bumst die natürlich alle weg. What the fuck? Ihr nehmt eine Abkürzung durch den Keller von Patient 0. Aber zuerst braucht ihr die Spezialsprengsätze, die ich über eure Position abgeworfen habe. Bei diesem Einsatz läuft seinem kalt den Rücken runter. Oh ja. Ich glaube, ich bin nicht qualifiziert, darauf zu antworten. Oh fuck. Digga. Was ist hier passiert, Mann? Was los? Lademagazin! Komm, nachladen. Was ist hier passiert, Mann? Hier was drin? Barrikade können wir machen. Versuchen wir. Oh, warte, hier. Munition aufstocken. Schön im Clan bleiben. Alter, yo, das sieht hier einfach aus, ne? Ich halte mich jetzt mal an die Kollegen hier, weil ich glaube, die haben ja vielleicht ein bisschen mehr Ahnung als ich. Meine Lesen sind in Position. Ladungen gesichert. Gut, ihr habt die Sprengladung. Euer nächster Sammelpunkt ist Patient 0's Haus. Mehrere Roaches nähern sich eurer Position. Fuck. Überprüfen und sichern. Wie nach Lehrbuch. What the fuck? Was ist das denn? Fuck. Shit. Nachladen. Was habe ich denn hier alles dabei eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Das ist meine erste Runde. Das Magazin. Ich will den Mongo down sehen. Fuck. Okay, der ist down. Fuck. What the fuck, Alter? Du hast volle Gesundheit. Alles klar. Während der Ausbildung wird dieses Zeug nicht mal anfassen. Okay, alles klar. Erreiche die Feindenräume. Was? Wo muss ich denn hin? Muss ich rein? Okay, was ist denn jetzt unser Ziel, Mann? Ich hab keine Ahnung, was unser Ziel gerade ist. Ah, da ist ein Dude. Ich glaube, unsere Knarre war vielleicht doch nicht die beste Wahl. Jawohl, Alter. Fuck. Na, komm. Ja, wo ist denn das Monster, Mann? Der pisst mich übel an.
Jawoll! Fuck. Okay. Wer ist denn, Mann? Keine Feindbewegung bei eurer Position. Geht weiter. Ah, oh, das war heftig, oder? Ja. Haus von Patient 0 erreichen. Okay. Warte, ich bin hier dabei. Ich wusste nicht, was abgeht. Mann. Nehmen wir Munition. Aman. Oh. What to do? Ah. Du bist eine echte Stimmungskanone, was? Ihr seid fast bei Patient Nulls Haus. Okay, die haben schon Beef hier. Ich sehe schon. Wechsel das Magazin. Wechsel das Magazin. Ich hab doch noch was gehört. Hä? Ich sehe immer ein bisschen spät. Lademagazin. Moment, der Bereich ist noch aktiv. Findet einen Weg, den Strom abzustellen. Den Strom ab... Lade nach! Okay. Das sollte gehen. Weiter vorrücken. Sprenger! Was, wo? Erledigt sie. What the fuck, Alter? Scheiße, scheiße, scheiße. Fuck. Fuck, was ist denn da los, Mann? Lol, WTF. WTF. Der Weg ist frei. Ja, danke schön. Kurz Muni holen. Hier drüben gibt's Munition. WTF. Hier gibt's Nachschub. Da hatte wohl jemand was gegen Überraschungsbesucher. Ich Ach, da unten. Nicht, dass Zivilisten so vorausschauend sein können. Das ist Patient Nulls Haus. Lol. Überprüft das Gebiet, bevor ihr die Kellertür sprengt. Wir hatten schon genug Überraschungen. Lol. Meine Munition ist leer! Na, komm, shit. So gefällt mir das schon besser. Was ist das denn? Das war alles. Festigung auffüllen. Fuck. Na bitte. Jackpot. Na. Also die Ping ist gerade ein bisschen kacke. Von daher. Also wenn ich das richtig sehe, dürfen wir verteidigen. Wenn's losgeht, sagt keiner.
Wachsam bleiben. Es dauert eine Weile, sich durch den ganzen Stahl zu brennen. Feinde im Anmarsch! Mit F. Na komm rein. Shit. Wo sind die? Das ist doch einer. Fuck. Wusste ich nicht, dass ich so eine Pumpgun hier habe. So eine artige. So eine Schrotflintenartige. Der braucht Backup. Fuck. Sie greifen den Sprengstoff an. Komm los, schnell. Na? Alter. Scheiße, scheiße, scheiße. Das hat funktioniert hier. Moment. Feinde sammeln sich in eurer Nähe. Alle Feinde neutralisieren. Fuck. Alter. Während der Ausbildung dürfen wir dieses Zeug nicht mal anfassen. Ja, jawoll! Fuck. Warte. Munition aufstocken. Ah, hier war doch einer. Nee, er ist tot. Warte, was? What the fuck? What the fuck? Da schreit doch jemand. What? Da greift doch einer an. Gesichert. Der Tunnel führt euch zum Herzen des Schrottplatzes, wo alles anfing. Hier, ein Medkit! Was, wo? Ich brauche Muni und sonst. Munition aufstocken. Nehmen wir Munition. Lol. Okay. Dank des Indikators zur dynamischen Gefahren einstellt, kannst du sehen, ob ein Roach in dem Unterschlupf ist, bla bla bla. Ich speichere kurz.